Naja, habt ihr wenigstens... Ja, so einen Infanteristen, ne? Naja, gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, den guten Mann. Also echt schwach. Also von den Aserai bin ich doch... ein bisschen zumindest enttäuscht. Ich dachte, die würden ein bisschen mehr reinhauen, weißt du? Also sobald wir Clanstufe 2 erreicht haben, und das, das passiert heute noch, werden wir eine Abstimmung, glaube ich, machen. Und dann lasse ich euch einfach entscheiden, welchem Reich wir uns letzten Endes dann anschließen. Und dann letzten Endes verraten. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Ruhm reinbekommen. Vielleicht schauen wir uns mal hier die unteren Regionen da an. Razi und Bazi und Musum und Quubbelbubbel. Da schauen wir auch mal vorbei. Und da haben wir doch auch ein Turnier, oder? Komm, da müssen wir einfach, wir können ja nicht anders. Da müssen wir einfach auch das Turnier spielen. Wenn wir schon mal da sind. Das ist wie so eine Konzerttour. Die Sexy Günther Konzerttour. Oh, da geht's gleich in Einzelkämpfe, ne? Das finde ich gut. Das gefällt mir. Diese Gruppenkämpfe finde ich eh doof. Ich finde Einzelkämpfe viel geiler. Daneben. Oh. Na komm, lass Nahkampf machen. Ist viel spannender. So, siehst du? Viel cooler, oder? Ist doch viel geiler so. Langweiler. Achso, ich will die Runde eigentlich... Ja gut, beobachten wir die Runde, komm. Schauen wir uns diese geile Runde an hier. Boah. Das ist Not gegen Elend. Oh, Treffer. Harter Hit hier. Oh, da auch ein harter Hit ins Herz. Aber er steht noch. Mittlerweile durchlöchert beide Männer und jetzt geht's in den Nahkampf. Und der sturgische Dukovnik-Champion hat den Kampf leider Gottes verloren. So. Überspringen. Wir kämpfen gegen die kaiserliche Palastwache. Wir wetten natürlich mit. 420. 420! Daneben. Voll daneben. Siehst du, in den Sack. Nee, ins Knie. Na gut, dann. Hallo, Bobby. Ein harter Kampf hier für Günther. Aber da verteilt er die Schelle, spaltet und zieht das Schwert durchs Gesicht der kaiserlichen Palastwache. Und er siegt wieder einmal. Ohne Probleme. Ich würde sagen, Günther ist hier definitiv der Favorit. Wenn er hier diesen Armbrust, Unteroffizier, kaiserlicher Armbrustschütze, besiegt. Aber zunächst mal das liebe Geld natürlich. Das liebe Geld. Das Halbfinale steht an. Günther hier erstmal mit hervorragenden Ausweichkünsten blockt hier den Wurfspeer seines Gegners. Und dann geht es in den Nahkampf. Und Günther hier mutig, aggressiv und mit zwei Schwertstreichen entledigt er sich seines Gegners. Und jetzt das große Finale direkt im Anschluss nach der Werbeunterbrechung. Kauft mein Merch, das es nicht gibt. Kaiserliche Elite-Kataphrakt gegen Günther. Und die Wurfsperre fliegen wieder hier in der Arena. Aber überhaupt kein Thema für Günther. Und da teilt er gleich mal aus hier einen Kehlenschnitt. Als wäre er am Ersticken gewesen. Und dann der Lethal Blow. Der kleine Günther gewinnt
auch dieses Turnier hier. Ohne Probleme. Taugt das Ding denn was? Das ist das Ding hier, ne? Oh ja, die ist tatsächlich gut. Die leicht gepolsterte Langrüstung, die ist tatsächlich nicht schlecht. Sieht nach Ofenhandschuh für den Oberkörper aus. Nach Kochschürze so ein bisschen, aber nehmen wir mit. Und natürlich am wichtigsten sind die 3 Ruhm, die wir dadurch erlangt haben für unseren Clan. Was ist hier los? Bei Adidas? Der Adidas ist da, Kinders. Komm, wir nehmen mal so ein Aserei-Versteck auseinander. Wir haben zwar keine geliehenen Truppen mehr, aber das hält uns nicht davon ab, das Ding hier auseinanderzunehmen, würde ich sagen. Na, den nehmen wir mit. Der freut sich auch schon drauf, dass er mit darf. Und der kaiserliche Legionär möchte auch noch ein bisschen mitspielen. Aber lass uns doch, warte mal, den nehmen wir nicht mit. Wir nehmen die Vara mit. Die hat das ganz gut gemacht beim letzten Mal. Dann nehmen wir noch hier die Veteraneninfanterie mit. Dann passt das auf jeden Fall. So, Männer, ganz leise wieder. Immer rein. Ich laufe einfach hinterher, ist alles gut. Dann haben wir hier die Verstecke auch mal gesehen, diese totalen Wüstenverstecke, ne? Ich glaube, in so einem waren wir noch nicht bislang. Und ich sag mal so, man schaut sie sich ja doch ganz gern an. Wollt ihr euch aufteilen oder was ist jetzt los? Gehen hier weiter, oder? Ja. Männer, wir gehen hier weiter, haben wir gesagt. Hier ist schön. Okay, der will sie alleine machen. Ich helfe ihm mal. Er brauchte keine Hilfe, aber ich habe sie ihm trotzdem gegeben. Lass mich doch auch mal zu... Natürlich. Natürlich. Ich sag, lass mich doch auch mal zuhauen. Und was kriege ich? Ich krieg eine auf den Sack. Das ist ja wunderbar. Da freut man sich doch. Wir sind vor lauter Schreien schon heißer geworden, glaube ich. Junger Mann, hallo? So, den habe ich erledigt. Hahaha. Das war auch ein One-Hit-Wonder, ne? So, dann verprügeln wir mal den Beduinen-Menschen. Ja, lass uns prügeln, komm. Tragen wir es aus wie Männer. Schelle 1. Ich bin Meister-Duellant. Siehste, habe ich doch gesagt. Ich habe dich gewarnt. So. Das lief doch gut. Wieder ein bisschen Ruhm bekommen und 422 geplündert. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, und 14 Gefangene mitgenommen. Jawohl, ja. Der
Zwei Leute können wir noch hier aufwerten. Das auch sehr erfreulich. Hervorragend. Und ein bisschen Mist. Den nehmen wir auch gern mit. Sind wir jetzt, wie sieht's aus? Wie sieht's aus beim Clan? Wie sieht's aus? Können wir? Fast können wir. Lass mal hier eventuell Schlachtrösser holen. Falls welche da haben. Natürlich haben die keine. Das war ja logisch. Na gut, dann ziehen wir weiter. Weißt du, hier, das westliche Kaiserreich macht voll Action. Und die Aserei sind irgendwie am Pennen. Die haben überhaupt keine Ambitionen. Das finde ich ein bisschen schwach. Muss ich sagen. Man muss doch ein bisschen Action machen, Aserei. Habt ihr wenigstens gescheite Pferde hier? Ja, zwei Aserei-Hengste, die holen wir uns. Wie soll ich denn zu Ruhm und Ehre kommen, wenn ihr mich nicht unterstützt, liebe Aserei? Immerhin, ich werde bezahlt, ne, dass ich hier blöd herumlaufe, aber trotzdem. Der Job ist nicht sonderlich erfüllend. Warten wir mal ganz kurz, vielleicht ist hier gerade ein Turnier. Natürlich nicht. Ja, das neue Schwert habe ich mir gekauft. Das hat nichts mit den Aserei zu tun. Aber die Zähne sind jetzt weißer. Wegen der Zahnzusatzversicherung. Oh, ein Turnier, meine Lieben. Na, dann müssen wir, oder? Dann müssen wir mitmachen. Team Gelb. Helme mit Turban und Haube. Uff. Naja, gut. Wir treten bei. So, Bombardin am Bogen. Wird hier gleich mal in die Mangel genommen vom roten Team. Während sein eigenes Team ihn hier so ein bisschen im Stich lässt. Das ist nicht in Ordnung. Er sieht da auch nicht sonderlich glücklich aus, der Bombardin. Muss hier so ein bisschen fliehen und darauf hoffen, einen Lucky Hit zu landen. Und den landet er. Den landet er bei diesen Bauern. Aber er hat hier zwei. Der kleine Günther. Zwei Gegner hier. Ja, da muss man einfach sagen, da hat ihn das Team im Stich gelassen. Ah, ich kann immer noch gewinnen. Ja, ich kann immer noch gewinnen. Na dann. Ha. Ja, der kleine Günther ist so ein bisschen wie der FC Bayern der Turniere. Häufig hat manchmal kein Glück mit seinen Teams, aber immer noch ein starker Competitor hier. Ja, dann nimmt er mutig den Schild weg, aber das wollte er eigentlich gar nicht. Wurde ja schon wieder so ein bisschen von seinem Team im Stich gelassen, wie man sieht. Unglücklich, muss man einfach sagen, sehr unglücklich. Äußerst unglücklich, was da die Teams des Bombardin hier immer so veranstalten.
zu Pferde ein bisschen schwächer, der feine Herr, aber immer noch gefährlich, brandgefährlich. Und was macht er da? Was macht er da? Todesmutig macht er das. Er entscheidet sich dazu, das Pferd zu verlassen und sich hier wagemutig in den Kampf zu stürzen. War das vielleicht ein bisschen zu viel Arroganz? Fragen wir uns. Es war zu viel Arroganz. Bombardin chancenlos, aber man muss auch wieder sagen, das Team. Einfach unterirdisch. Ja, ich glaube, das Match können wir vergessen, ne? Ja. Ein sehr, sehr schwaches Turnier hier. Aber Günther hier als Opfer, muss man einfach auch sagen, als Opfer der Umstände. Als Opfer seines zugelosten Teams ein sehr schwaches Team hier erwischt. Der kleine Günther. Und somit bleibt ihm nichts anderes übrig, als in den Krieg zu ziehen gegen das südliche Kaiserreich. Endlich. Ach, endlich wieder mal Krieg. Hey Plünderer, wir haben Krieg. Super! Ach, endlich. Endlich dürfen wir uns wieder auf die Nase geben lassen. Aber bis wir da oben sind, bis wir in Danustica sind, ist der Krieg halt wieder vorbei, ne? Oder wir pleite. Oder alternativ einfach beides, ja. Nut, ich überhole. Bin schneller. Ach, endlich. Hey Plünderer, wir haben Krieg. Yay! Hey Kaba-Mensch. Ich habe ja... Oh Gott, der kriegt auf den Sack gerade. Aber wenn wir jetzt da mitmachen, ne, dann könnten wir das gewinnen. Komm, wir machen es einfach. 471 gegen 484. Das wird mit Günthers Kompetenz... wird sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Glaube ich. Hoffe ich. Ich würde ungern in der Gefangenschaft landen. Das wäre nicht ganz so geil. Irgendwie. So, Männer. Taktik ist klar. Ich reite ein bisschen vor, lasse mein Pferd stehen und dann laufe ich ein bisschen mit, oder? So, passt, wunderbar. Ich muss Athletik trainieren. Männer, wir kriegen das hin, oder? Ihr seid gute Dinge. Ja, siehst du, da ist schon das erste. Ein kaiserlicher Wiegler-Rekrut hat hier schon das Zeitliche gesegnet. Aber wir haben so heftige Reiterei, das können wir nur gewinnen. Die haben nur 12 Reiter. Das sind chancenlos. Ich gehe mal in die Formation hier. Danke fürs Platz machen. Danke. Ist wie auf der Autobahn. Oh. Gucke mal, da sind die Feinde. Da gehen wir rein. Hi, Jungs. Hi. Siehst du, ich habe einmal aufs Fressbrett gegeben. Und nochmal. Komm, und nochmal. Und tot.
Ich habe einen umgebracht, Minimum. Zack, tot. So, immer feste rein. In die Truppen der Kaiserin. Hey, du! Sacknase. Oh, hi! Tot! Wo willst du hin? Aua! Team Günther! Oh Gott, wo kommen die alle her? Dich nehme ich mit. Au, aber ich habe noch zwei mitgenommen. Möchte ich anmerken. Aber das gewinnen wir. Die waren plötzlich da. Ich weiß nicht, woher die kamen. Aber ich weiß, wir haben gewonnen. Und wir sind jetzt Best Friends. Mit irgendeinem Aserai-Adligen. Ach, wenn wir nur die Pferde hätten, na, dann könnten wir jetzt richtig rein upgraden. Die haben sich bestimmt auf dem... Das waren so verdammte Baumkaiserliche wahrscheinlich. Die mag ich gar nicht. Die sind ganz ekelhaft, du. Ja, und hier tatsächlich so ein bisschen schönes Zeug bekommen, ne? Also, da ist so ein bisschen Zeug dabei, das kann man sogar irgendwie mal brauchen. Kann man sich mal ins Regal stellen oder so. So, wir sind jetzt leider Gottes verletzt, aber wir schließen uns jetzt einfach der Armee an, würde ich sagen. Für Rum und Ehren. Oder so.